Herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Ja, Geralt ist noch ein bisschen betrunken, nachdem er sich für Odo im betrunkenen Zustand von tödlichen Pflanzen den Garten befreit hat. Und dafür natürlich auch etwas Belohnung bekommen hat. Allerdings, naja, wollte Odo ihn übers Ohr hauen. Ihr meint schon, das kein sehr sympathischer Zeitgenosse zu sein, denkt sich Geralt. Wie er an den Reichtum oder an den Respekt dieses Dorfes rangekommen ist, versteht Geralt auch nicht so ganz. Der Kerl scheint eher ein Nichtsnutz zu sein, ein, ja. Aber vermutlich hat er das einen Reichtum von seinem Bruder geerbt, der ja offensichtlich tot ist. Dieser Hund scheint nach etwas zu suchen. Vorsicht, Kleiner. Das sind Echinopsdornen. Was bewachst du denn? Warum ist der Hund hier? Bellt aufgeregt rum? Jammert. Schauen wir doch mal. Ungeheuer. Trunkener Furchtbringer. Über die Echinops haben wir noch nicht viel. Da muss ich wohl mal ein Buch besorgen, denke ich gerade. Warum die hier überhaupt wachsen? Was mit dem Jaulen dieses Hundes auf sich hat. Hat Odo nicht erwähnt, dass sein Bruder verschwunden Oh. Bestie persönlich? Wenn man den gibt, wenn man die Oberbösewichte aus der Die großen Ungeheuer, die Fische aus ihrem Versteck herauslocken, hat man in der Regel was Richtiges getan. Der Land fragt sich nur, was das war. Und wieder ein paar wenige. Irgendjemand ist hier gerade sehr wütend. Auch Geralt hat natürlich keinerlei große Probleme, weiterhin Dutzende von Bargästen wieder zu machen. Das ist eher eine lästige Angelegenheit, die ihn unnötigerweise auffällt bei der Suche nach dem Salamandra. Auch mitten in der Nacht. Trotzdem denkt er sich, was haben wir denn jetzt noch zu tun? Und die Hexe. Die Stadtwache finden. So viel. Nun gut, schauen wir erstmal nach Mikul. Wie wir vom Geistlichen erfahren haben, ist der natürlich bei der Stadtwache. Und die Stadtwache steht am Torwache. Sonst, das heißt, wenn sie nicht gerade in der Kneipe unter dem Tisch liegt und dem Mädchen hinterher rennt oder arglosen Reisenden ihr Geld abnimmt. Ja, halt, ist es ja schon gewohnt, dass die Wache meistens die Haltet den größten Mörder! Verbrecher sind. Haltet den Mörder! Ganz ruhig, alles okay? Bist du verletzt? Oh ja, sehr schwer verletzt. Das war knapp. Ah, und wie immer gibt's keinen Dank, ne? Könntest wenigstens ein paar Ohren springen lassen. Geralt geht grummelnd von dem Reisenden weg. Aber
Er ist es ja irgendwie doch schon gewohnt, dass die Menschen ihn eher misstrauisch begutachten. Wer weiß nach ihm wohl. Ist in Wirklichkeit nämlich einfach Panik vor ihm weggelaufen, statt ihm einfach Geld zu geben. All diese Bargäste. Er fragt sich, wo all diese Bargäste überhaupt herkommen. Langsam müsste er doch alle getötet haben. Ob Mikol die Nachtwache? Götter segnet mich mit Geduld. Für was? Um in die Stadt zu kommen? Wegen der verfluchten Pest musste unsere Karawane draußen vor Vesima bleiben. Tja, aber du solltest nicht unbedingt um dieser späten Stunde über die offene Straße rennen. Da könntest du sehr schnell als Bargästenfutter enden. Ah, das Tor nach Vesima. Ohne Worte wird auch der nächste Bargäst niedergemacht. Die lernt's einfach nicht. Wie auch, es hat ja noch keiner eine Begegnung mit Geralt überlebt. Geralt erkennt den Anführer dieses Dreier-Trupps als Mikul von der Beschreibung des Geistlichen her und beschließt ihn mal sofort anzusprechen. Immerhin muss es weitergehen. Halt! Was? Na, was schon? Ich will in die Stadt. Es gibt eine, wie heißt es noch, Quarantäne. Dauert sie noch lang, diese Quarantäne. So was weiß der Kommandeur, ich nicht. Und der Kommandeur ist wohl drin. Gilt diese Quarantäne denn für alle? Keine Ahnung. Habt ihr schon einmal jemanden hereingelassen? Leute mit Pässen. Die darf ich reinlassen. Verstehe. Reden wir. Weiß der Geistliche, dass ihr hier seid? Der typische Soldat vom Lande. Nicht sehr helle, aber Befehle kann er ausführen, weil er sich stupideste auf diese Befehle verlässt. Geralt seufzt ein bisschen. Das kann jetzt eine Weile dauern, ihn zu überzeugen, dass er in die Stadt lässt, aber erst einmal... Natürlich. Ich glaube euch nicht. Hat er euch was mitgegeben? Natürlich, sonst würde er es ja nicht sagen. Hier, schau mal meine Hand an. Ring, siehst du das? Der Geistliche sagte, betet das Feuerzeichen an. Offenbar hat er euch geschickt. Und warum hat er das gesagt? Warum solltet ihr das Feuerzeichen anbeten? Ach, Geralt ist... Der Geistliche meinte, ich könnte euch zu Diensten sein. Der Geistliche meinte, ich könnte euch zu Diensten sein. Ich soll diese toten Leute loswerden. Tote Leute? Jawohl. Der Kommandeur hat mich zur Gruft unten an der Straße beordert. Ich habe doch noch nie gekämpft. Viel zu viel Angst. Tote, sagt ihr. Bitte, Herr. Hexearbeit. Wenigstens etwas. Und offensichtlich auch kein Soldat, der ihm Geralt mit einem Meuchel... Ich bin ein Hexer. Ich befreie euch von den Unholden. Aber ihr müsst 200 Orens zahlen und dem Geistlichen sagen, dass ich euch geholfen habe. Gewiss, Herr. Ich erzähle ihm alles, was ich weiß. Das ist nicht viel. Aber viel Gold besitze ich auch nicht. Na egal, solange die Toten erschlagen werden. Bis später. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Dort sind erstaunlich viele Ertrunkene. Geralt fragt sich, ob da mehr dahinter steht. Also auf zur Gruft. Oh,
auf, vielleicht könnten wir da auch Ghule finden. Aber dazu bräuchten wir erst einmal das Wissen über Ghulblut. Gerald kann sich leider nichts darüber erinnern. Also mal wieder für eine Nachtlektüre sorgen. Aber wo könnte er jetzt Wissen, ein Buch über Ghulwissen herbeibringen, erfinden? Die Taverne war bis jetzt immer eine gute Anlaufstelle. Gerald prüft noch einmal den Inhalt seines Goldbeutels. Der ist schön dick und klimpert vor sich hin. Damit kann ich mir bestimmt auch ein paar Bücher leisten. Und vielleicht etwas mehr. Mal wieder ein guter Schnaps. Ja, da rennt sich gerade zurück an seine betrunkenen Erfahrungen mit den Echinops. Lassen wir das mit dem Schnaps erst einmal. Ich muss bei klaren Gedanken bleiben, bis ich diese Lamandra gefunden habe. Ich vergeude meine Zeit. Ah, und deine Zeit wird sehr viel kürzer, wenn du hier weiter draußen rumrennst. Ah, wir könnten natürlich auch gleich mit der Hexe reden. Wenn wir schon mal da sind, denkt sich Geralt. Sie schläft natürlich und wir wollen Alvin nicht wecken. Geralt beschließt, hier bis zum Morgengrauen zu warten. Was wollt ihr? Und kramt einmal in seinem Rucksack herum, aber nicht schon etwas Neues zum Lesen hat. Nur eine Formel. Diese Notizen halten die Formel eines Tranks, der mit dem Auge eines Furchtbringers hergestellt wird. Dieser Trank gewährt ein Bronzetalent für ihn einnimmt. Den könnte man natürlich mal herstellen. Und Geralt fühlt auch, dass seine Erfahrungen ihn noch stärker gemacht haben, sein Körper sich weiterentwickelt, er wieder kräftiger geworden ist und vielleicht auch ein bisschen intelligenter. Also mal kurz out of character. Ölpräparationen habe ich noch nie verwendet. Öle auch noch nicht so wirklich. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das wirklich was bringt. Ich denke aber fast schon. Vor allem, wenn man später Bronzetalente im Überfluss hat und wir eh nicht mehr wissen, was wir damit anfangen sollen, setzen wir da mal eins drauf. Ich glaube, ich setze auch mal einen Punkt auf den starken Stahl, damit wir mal ein bisschen stärker zuhauen. Und ja, allgemein Stärke zu erhöhen, halte ich jetzt auch gerade nicht für mich so eine schlechte Idee. Der Ausdauer aus, haben wir da schon alles gesetzt? Ja, das finde ich jetzt nicht so sinnvoll, beides. Das ist eine Mutation, da brauchen wir einen Trank für. Also auf Stärke setzen. So verbringt Geralt die Nacht auf einem Bärenfell vor dem Bette Abigails und Alvins. Als Geralt am nächsten Tag aufwacht, sind die beiden schon am Frühstück. Oder so etwas ähnliches. Als Geralt am nächsten Tag auch aufwacht, stellt er fest, dass er einen gewissen gewaltig gestiegen ist. Unter anderem kann er sich jetzt an Ghule und Greviere erinnern. Aber das ist sehr gut, dann können wir ja gleich in die Gruft gehen. Abigail Anred? Was wollt ihr? Ich muss wissen, wo die Bestie herkommt. Denn der Geistliche glaubt, er hätte die Bestie herbeigerufen. Auch wenn er Geralt also seine Zweifel dran hat, immerhin sind die Leute hier sehr abergläubisch. Und der Geistliche hat bestimmt etwas gegen die Hexe, da Hexen dazu neigen, gegen Religionen ein gutes Argument darzustellen und seine Autorität zu untergraben. Der Geistliche glaubt,
Ihr hättet die Bestie herbeigerufen. Und was glaubt ihr? Ich hab's nicht so mit dem Glauben. Was ist eure Version der Geschichte? Ich hatte nichts damit zu tun. Ich muss wissen, wo die Bestie herkommt. Warum fragt ihr mich? Hexen sind doch in den magischen Künsten bewandert. Ja, aber diese Bestie überfordert mich. Allerdings kenne ich da jemanden. Und wer soll das sein? Der Knabe Alwin. Er ist eine starke Quelle und ein Hellseher. Was er alles weiß, bleibt uns verborgen. Wenn ich ihm aber einen bestimmten Trank gebe... Schadet ihm das nicht? Seid unbesorgt. Bringt mir die Blüten 5 weißer Myrten. Dann werden eure Fragen beantwortet. Sie wachsen vor dem Dorf. Wenn ihr nichts über Kräuter wisst, kann ich euch dieses Buch verkaufen.